Okay Leute, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von League of Legends und ja, heute gibt es mal wieder eine relativ aktuelle Folge, muss ich sagen, und irgendwie sieht auch wieder alles anders aus. Das ist mir schon hier am Spawn aufgefallen und zwar hier diese Pfeile und so, das gab's doch vorher noch gar nicht, ich weiß nicht, da gab es wieder ein grafisches Update, wie es aussieht. Hab nämlich auch vorhin gesehen, wie wieder es ein bisschen gedauert hat, bis das runtergeladen hat und ja, keine Ahnung. Ansonsten habe ich immer noch ewig gebraucht, um in die Warteschlange zu kommen, wie letzte Folge erklärt, ne? Ist halt extrem nervig immer noch, vor allem, ja, habe ich 5 Minuten gewartet, ne, weil muss ich halt, durch diese Verlängerung da. Und, dann kam irgendwie alle 5 Sekunden so ein Fenster zum Annehmen, weißt du, wo dann hier Match gefunden steht. Und, ja, jedes Mal ging das wieder weg, ey, das war so nervig, ja, ich habe irgendwie 6-7 Mal gedrückt oder so, ja, das ist wieder übertrieben, ey, ohne Witz, naja. Jedenfalls, ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich habe jetzt ein bisschen hier wieder nicht gleich von Anfang an aufgenommen, weil das ja wieder mal sich nicht so ergeben hat. Ich muss jetzt noch die Festplatte anstecken, wo ich ja aufnehmen will und ja, ist halt manchmal nicht so einfach. Deswegen das also dazu. Und ja, ansonsten muss ich mal gucken hier, wie das so weitergeht. Also ich würde dann hier einfach mal ein bisschen rumkämpfen, ne, ein bisschen schauen, was. Achso, 1 zu 3 Kills. Okay, die haben also schon mehr Kills. Das ist schon mal nicht so gut. Ich würde sagen, ich nehme mal hier so einen Trank. Ja, und dann gucken wir mal. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ich habe jetzt Semesterferien auf jeden Fall. Das hier ist die erste Aufnahme jetzt so richtig in den Semesterferien. Und ja, das ist schon mal erfreulich auf jeden Fall, denn dadurch kann ich ein bisschen mehr tatsächlich aufnehmen. Und ja, ein bisschen wieder vorankommen, weil ich war jetzt in letzter Zeit ziemlich knapp dabei mit den ganzen Videos. Ich habe mich gefragt, wie ich das überhaupt geschafft habe, ja, die noch alle zu bringen. Gut, das lag nur daran, weil ich ja noch, ja, hier Ende Juni irgendwie angefangen habe, noch ein paar Folgen durchzupowern, ne? Da habe ich ja nochmal innerhalb von 3 Tagen 2 Folgen Smite und 2 Folgen League of Legends aufgenommen. Ohne das hätte ich es eben auch nicht geschafft. Und, ja, das war auch schon mal eine ganz gute Sache. Und ja, jetzt sollte ich wieder ein bisschen mehr Zeit haben für so Aufnahmen. Heute zum Beispiel auch wieder ganz gute Gelegenheit und ja, dann nutze ich das auch mal. Ich weiß noch nicht, ich wollte heute noch ein anderes Video aufnehmen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich bin echt müde irgendwie heute. Ja, aber ich weiß schon warum, ja. Also keine Sorge, weil ich halt feiern war und ja, die Nacht war nicht so lang. Und naja, das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Aber ja, reicht schon noch hier für so eine Runde, ne? Ich bin ja eh nicht der Pro-Gamer, ja. Also muss ich ja nicht drauf achten, dass ich gut bin. Nee, ja, ich wollte vielleicht noch ein bisschen was reden, so zu den Semesterferien, was ich auch so gepostet habe auf Twitter noch so, ne? Da ging es ja zum Beispiel um so ein paar Sachen während der Prüfungszeit jetzt, ne? Ja, zum Beispiel hier die Chemieklausur. Ja, zuerst mal will ich sagen, hier, ich habe jetzt alle Klausuren so hinter mir, ne, muss nichts mehr machen, außer eine Hausarbeit. Das ist halt keine Klausur, sondern eben wie so ein Aufsatz, kann man sich das vorstellen, den man dann abgeben muss. Und ja, ist also, ich weiß nicht, also mir wäre vielleicht eine Klausur tatsächlich lieber, ja, als so eine Hausarbeit, weil bei einer Hausarbeit muss man halt so streng auf diese ganzen Formalia achten. Das heißt, Quellenangaben und so weiter und so fort, das ist sehr, sehr anstrengend, finde ich. Ja, da ist so eine Klausur manchmal einfacher, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch das Hausarbeitsschreiben üben, ja, ist halt wichtig, weil, ja, wie soll ich sonst die Bachelorarbeit schreiben, ne? Und dafür ist es halt eine gute Übung, schon mal so als wissenschaftliche Arbeit, ja, keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie trotzdem ein bisschen lästig und ja, ich weiß auch nicht, was es bei der Bachelorarbeit werden soll. Ich hoffe, ich habe dann irgendwie Motivation, ne? Also ich muss sagen, zum Lernen für eine Klausur oder so habe ich auf jeden Fall mehr Motivation. Das ist man halt eher gewöhnt, auch von der Schule. Gut, Aufsätze hat man in der Schule auch geschrieben, aber man musste nie so krass Quellen angeben, wenn du irgendwas geschrieben hast, einen Text, ja? Das ist ja einfach so. Und ja, da hatten wir zwar Seminarfach auch in der Schule, was man, wo man auch sowas Ähnliches macht. Es ist aber nur so eine vorwissenschaftliche Arbeit, also nicht direkt eine wissenschaftliche und ja, da ist es halt noch ein bisschen lockerer alles geregelt, ne? Und hier musst du halt wirklich gucken, wie du das alles genau zitierst und nur Fachquellen benutzt und so weiter und so fort. Ja, das ist schon alles nicht so einfach, muss ich sagen.
Das, ja. Ich weiß nicht. Also ich hoffe mal, dass das so funktioniert jetzt, ne? Ich werde mich da ransetzen die nächsten Wochen noch und das machen. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Zeit und mussten das nicht jetzt schon abgeben. Während den Klausuren oder so. Das wäre sehr stressig geworden. Ja, jedenfalls. Ansonsten, also so viel dazu. Klausuren sind erstmal durch. Chemie zum Beispiel war ziemlich scheiße, muss ich sagen. Also für mich, weil es lief einfach nicht gut. Ja, keine Ahnung. An dem Tag halt selber, wo ich die geschrieben habe, hatte ich auch noch getweetet irgendwie, ja, dass bei einigen Aufgaben alles aufeinander aufgebaut hat und ja, die Struktur einfach nicht so gut war, dass man jetzt, ja, sich gut Punkte holen kann sozusagen, ne? Sonst sind ja die Arbeiten eigentlich immer oft so aufgebaut, dass man sich auch manchmal gut Punkte schon holen kann, ne? Auch wenn man lernt. Und ja, aber das hier war eben sehr anwendungsspezifisch und dass man sich eben selber irgendwas ausdenkt, so eine Formel zum Beispiel, so eine Gleichung aussucht und dann ja daraufhin so verschiedene Aufgaben aufbauen, ja, wo es dann auch viele Punkte gibt und irgendwie wusste ich dann nicht, welche Gleichung ich nehme und ja, dann ist es natürlich scheiße, wenn du dann die ganzen Aufgaben danach nicht lösen kannst und ja, es war halt bei der einen Aufgabe so, bei der anderen Aufgabe noch ein bisschen ähnlich und ja, irgendwie weiß ich nicht, war das eben, ist dann eben nicht so gut gelaufen. Und ja, wir haben auch dieses Mal schon sehr früh hier erfahren, ob wir bestanden haben oder nicht. Und ja, Chemie leider nicht. Ja, aber geht auch anderen so. Also ich bin ja nicht der Einzige so, ja. Ist halt blöd jetzt, ne? Es war das erste Mal, dass ich so eine Klausur geschrieben hatte, also so eine Chemieklausur. Das Ding ist, wir hatten nicht so eine Probeklausur oder so. Da konnten wir gar nichts sehen und ja, jetzt weiß ich zumindest schon mal, okay, wie ist das aufgebaut, was wird erwartet, ne? Schwerpunkt ist zum Beispiel auf ein spezielles Themengebiet Wasser gelegt, ja. Dann bin ich jetzt schon so ein bisschen besser vorbereitet fürs nächste Mal. Aber es ist halt blöd, wenn du dafür einmal erst durchfallen musst, um dann die Klausur beim zweiten Versuch halt richtig angehen zu können, ja. Ich weiß nicht, also so eine Übungsklausur hätte, denke ich, schon gut geholfen. Ja. Naja, aber was soll ich dazu sagen? Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Und ja, in VWL gab es halt auch Probleme, ne? Da hatte ich ja auch noch geschrieben hier, da haben wir ja schon einen Tag später, ja, wurde die kontrolliert, also hier war es noch schneller als bei Chemie. Und ja. Dann kann ich die aber erst, oder ich habe jetzt schon die Note erfahren, ja. Aber ich kann erst in 3 Monaten zum neuen Semester die Arbeit sehen und ja, dann sehen, woran es gelegen hat, ne? Und das ist halt so eine Sache, die mich extrem stört, weil ich will es einfach jetzt wissen, ja. Ich will jetzt wissen, ob ich vielleicht nicht doch noch ein paar Punkte zusammenkratzen kann, was nämlich bei mir schon zweimal der Fall war, bei alten Klausuren. Also die ich nicht jetzt geschrieben habe, sondern im letzten Semester und ja, das ist halt blöd so. Das stört mich auch. Also da hätte ich gerne noch jetzt Einsicht gehabt, aber anscheinend wollte da jemand schnell in den Urlaub, ja, und lässt jetzt alles hinter sich, ja, schnell Klausuren durch und dann ab weg. Deswegen habe ich eben auch so das Gefühl, ne, wenn die Klausuren so schnell berichtigt werden, vielleicht sind dann irgendwelche Fehler drin und ich habe doch noch mehr Punkte so, weil ja. Das ist halt eine knappe Sache da wieder gewesen, mit der Note. Und ja, das ist, naja, egal, kann ich nichts machen, muss ich dann eben bis zum nächsten Semester warten, was ziemlich nervig ist. Ich versuche jetzt im Stoff drin zu bleiben. Ja, ist halt jetzt blöd. Ich weiß nicht, ob ich nochmal schreiben muss oder nicht. Ja, es ist halt ein bisschen, nicht so geil, aber ja. Vielleicht ist es generell auch zur Klausureinsicht gut, wenn man im Stoff steht. Deswegen, ja, wenn ich jetzt weiß, dass ich dann Klausureinsicht habe, kann ich ja einfach sagen, okay, ich lerne jetzt irgendwie einmal die Woche. Hoffentlich mache ich das auch. Und ja, dann vergesse ich nicht alles so wieder, ne, über die Semesterferien, weil die gehen ja eine Weile. Tatsächlich. Und zwar 10 Wochen oder so, oder 11? Ja, 11 Wochen sogar jetzt, ne? Stimmt. Also schon eine ganze Weile. Ich meine, gut, die Hausarbeit müssen wir währenddessen noch schreiben, aber ja, danach haben wir eben frei und das finde ich schon mal ganz geil. Ja, zwischen dem Sommer, nee, zwischen Winter- und Sommersemester war es ja so, da hatten wir 5 Wochen frei. Und ja, jetzt halt über das Doppelte.
Und das, ja, ist halt schon ein großer Unterschied, ne? Muss man ja sagen. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? So. Ja, also ich würde meinen, ich guck nochmal hier hin. Da drüben, die kann ich nochmal mitnehmen. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, irgendwie geht mir jetzt der Gesprächsstoff schon wieder aus, ne? Aber ja, immerhin habe ich 10 Minuten circa jetzt schon verbracht mit Reden. Schmeckt. Achso, ja, das wollte ich ja nicht mehr sagen. Muss ich mir auch abgewöhnen. Ja, aber ich habe es mir schon ein bisschen wieder abgewöhnt, ne? Ja, ist halt immer so eine Sache. Irgendwann denkt man dann wieder nicht dran, dann rutscht das einem raus. Hatte ich nicht früher auch schon mal so Sprüche, die ich immer nicht sagen durfte, weil manche Leute die nicht hören wollten? Gab's doch öfter mal, glaube. Na, egal. So. Ja, jedenfalls habe ich auch einige Klausuren, die ich halt gut geschafft habe, so, ne? Zum Beispiel Informatik haben wir, oder Mathe, die sind halt gut gelaufen an der Stelle. Und das finde ich schon mal ganz gut, ne? Dass man da auch noch so ein bisschen ein paar Sachen hat, die einem gut liegen oder so, ne? Ja, aber bei Mathe hatte ich auch immer Bock zu lernen, so, ne? Das kann jetzt Street zum Beispiel gar nicht verstehen. Der hasst ja Mathe irgendwie komplett. Aber ich weiß nicht, es hat immer am meisten Lust gemacht so zum Lernen, weil man da immer am ehesten so ein Erfolgserlebnis hatte, ne? Ich weiß nicht. Ja. Da ist halt alles auch gut strukturiert und so. Und ja, irgendwie mit VWL habe ich halt auch so... Ja, ich weiß nicht. Das Lernen lief da halt so ein bisschen holperig immer, ne? Man ist nicht so richtig vorangekommen. Es war auch sehr viel Stoff, muss ich sagen. Also, da hatten wir auf jeden Fall den meisten Stoff, ne? Ja, also mehr als in Mathe zum Beispiel auch. Das heißt, ja, man musste sich auch viel mehr merken und da kommt man so schnell durcheinander, ne? Gerade auch, wenn man noch für das andere alles lernt. Na gut, Mathe und VWL liegt jetzt nicht so nah beieinander, dass man das irgendwie durcheinander bringt oder so. Aber, ja, es ist halt schon viel noch zusätzlich zu merken und, ja, ich weiß nicht, also... Ich will jetzt nicht sagen, dass es halt zu viel auf einmal ist, zu viele Fächer auf einmal. Hätte ich ja auch von vornherein sagen können, okay, VWL schiebe ich als Klausur. Aber, ja, ich wollte es eben probieren, dass ich alle Klausuren schreibe erstmal und ja, ist halt irgendwie ein bisschen blöd jetzt mit VWL. Aber das wird schon, denke ich, weil, ja, gerade in den letzten Tagen vor der Klausur bin ich eigentlich gut vorangekommen noch mit Lernen, ne? Also... Das ging eigentlich und selbst in der Klausur hatte ich eigentlich auch, ja, zumindest ein Gefühl, dass ich damit, ja, gut bestehen kann. Also nicht, also dass ich da eine gute Chance habe zu bestehen, sagen wir so. Also nicht gut bestehen im Sinne von 2,0 oder 1,0 oder so, sondern dass auf jeden Fall einfach zum Bestehen, dass es reicht, ne? Aber ja... Ist wohl jetzt anscheinend nicht so, oder vielleicht auch doch, und ja, ist halt jetzt wieder die Sache, ne, da macht man sich ewig Gedanken. Und ja, da musste ich erstmal auf Twitter wieder Dampf ablassen, ne. Aber okay. So, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich weiß nicht. Ich werde erstmal schauen. Ja, ach so, wie steht das hier überhaupt? Genau, 2 zu 2, okay, ja, ich will jetzt ja auch nicht ewig zocken, wir sind schon bei 15 Minuten, es wäre schön, wenn die Runde nicht ewig geht. Vielleicht wieder, ja, bis 20, ne? Kriegt man wahrscheinlich nicht mehr hin, aber manchmal geht's dann immer schnell, ne, Richtung Ende. Da fallen dann die Türme wie sonst nichts, ne? Das ist schon krass teilweise. So, ich mach mal hier ein bisschen Schaden und sorg dafür. Ja, ist jetzt blöd, ne? So, was haben die anderen eigentlich für Tode so? Ich habe schon 8, hä? Lol, so viel habe ich gar nicht mitgezählt, also... Gut, ich habe gar nicht mitgezählt, aber, ja... Alter, die haben ja schon 20 Kills! Lol. Das ist ja scheiße. Und trotzdem steht jetzt noch 2-2 von den Türmen, ne? Ist auch krass, sonst ist es ja immer... oder meistens nicht so. Aber ja, jetzt anscheinend schon. So, und wieso skill ich an nicht, Alter? Jetzt bin ich schon Level 8, ne? Ach, ich vergesse es immer.
Ich weiß aber nicht mal, wie dieses Spiel funktioniert. Oh, ey, jetzt kriegen die schon wieder den nächsten Turm. Oh, nee. Dann muss ich wieder gehen hier. Sonst hört sich komisch an. Ja. Naja, ich werde dann gleich mal aufgeben. Ach, jetzt geht das wieder los. Ja, soll ich aufgeben? Ich weiß nicht. Was passiert, wenn alle sagen, wir geben auf? Ich meine, einer hat jetzt eh schon Nein gedrückt, deswegen muss ich eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß nicht, vielleicht endet dann die Runde direkt. Das habe ich halt noch nie erlebt, ne? Dass alle sagen, ja, wir geben auf, oder? Gab's das schon mal in einer Runde? Vielleicht mal in einem Stream oder so, weil ich kann mich da irgendwie erinnern, wie ich da schon mal drüber geredet habe zumindest. Und vielleicht ist es ja auch vorgekommen. Ja, und ja, Habichtschuss, ne? Das erinnert mich immer jetzt an 9 Live, dieser Ausraster von diesem Typen. Ja, der hat ja irgendwie immer ziemlich rumgeschrien, ne? Ja, mit seinem Habicht. Ja, sein Lieblingswort. Und naja, was soll ich da sagen, ne? So. Okay, jetzt ist das Fenster weg. Alter, ich hoffe, ich krieg mal hier ein bisschen den Turm und so, ey. Das ist ja schon wieder übel nervig, aber ich mach grad ganz gut Schaden, ne, an den Vasallen. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt auch schon 47 gekillt. Also sonst schaffe ich irgendwie immer nicht so viel. Weil ich da irgendwie nicht so auf Trab bin wie heute, ja. Na, guck mal, wie ich den Turm jetzt hier rasiere, Alter, das ist ja auch schon wieder geil. Ne? Kann man mal machen. So, jetzt muss ich halt zurück. Sonst kriege ich ja den derben Schaden, ne? Ja, das ist jetzt nicht so gut, aber oh Mist. Ja, ich muss mir nochmal neue Tränke kaufen und so, oder weiß ich nicht. Guck ich gleich mal. Ja, 18 Minuten. Ja, ich glaube, das wird diesmal nichts, ne? Wir haben aber... Ja, ich kann wieder nicht reden. Die letzten beiden Runden haben wir ja allerdings gewonnen. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ach ja, ich wollte heute eigentlich mal wieder mit einem Gast aufnehmen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Beziehungsweise wir kriegen es irgendwie nie gebacken, weil ich jetzt auch Prüfungsstress hatte und ja. Da habe ich eben auch immer keine Zeit gehabt, beziehungsweise der besagte Gast hatte auch nicht so richtig Lust, also ja, ich weiß nicht. Wir haben schon öfter mal gesagt, wir müssen mal League of Legends aufnehmen, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Ja, naja. Der benutzt halt auch den Rechner immer von seinem Bruder und dann weiß er jetzt nicht mehr, ob das noch installiert ist, das Game, und ja. Deswegen ist es halt ein bisschen verwirrend. Ah ja, kriegen wir schon hin. Irgendwann machen wir mal eine Folge. Aber eventuell nicht mehr in den Oldschool-Monaten. Ist er dann nur noch eine Folge oder zwei noch? Ne, zwei sind's noch, genau. Das ist jetzt hier die 31. Und ja. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Also, ja. Ich denke, da werde ich dann einfach, ja, ein bisschen mir das Ganze ansehen. So, nee, ich laber gerade wieder nur irgendwas. Ich kann gerade wieder nicht reden und denken. Weil ich schon wieder hier... Ich weiß nicht, worüber habe ich gerade nachgedacht. So, ja, ich habe noch irgendeinen Chat offen, wo ich hier antworten wollte. Da habe ich irgendwie drüber nachgedacht. Ja, aufgeben. Der eine sagt immer nein, ne? Immer der zweite. Ja, braucht keiner mehr abstimmen, ne? So. Wieso müssen eigentlich nur 4 abstimmen bei aufgeben? Ist eine AFK oder was? Oder werden da alle außer mir angezeigt? Egal, ich skill mal die Ulti. Vielleicht kann hier noch eine gute landen, ne? Wenn wir schon alles andere nicht schaffen, aber das vielleicht doch. So. Was haben wir hier? Da ist so ein Kampf am Start. Mhm. Ach ja, mal sehen, wann es übrigens den nächsten Stream gibt. Bin ich auch mal gespannt. Ja. So, kann ich dir jetzt hier mal irgendwie alle töten? Ne, warte mal, ich gehe mal zurück hier, weil ich will nicht gekillt werden. Ich will meine Ulti noch setzen, ja, und hier die Leute töten. So,
Oh, die hat gesessen. Ah, die hat ihn nur betäubt, also die hat ihn gar nicht richtig, ja. Die hat ihm nicht geschadet, so. Ja, was soll ich jetzt noch machen, ne? Das war's halt, ne? Niederlage, würde ich sagen. Ist halt blöd. Ging jetzt auch wieder schnell, ne? Also, ja, vor 7 Minuten stand es noch 2-2 von den Türmen und jetzt halt gar nicht mehr. Das ist halt schon krass. Ja. Und, naja. So, ich zeig dann gleich noch diese Tabelle am Ende, ne? Das werden wir sehen. Ah ja, das war's jetzt erstmal. Ich kann ja hier bleiben. Ich bin schon wieder tot. Egal. Die werden jetzt hier eh schnell durchrushen noch, ne? Die freuen sich übel, ey. Die haben übel Bock gerade. Das merkt man einfach nur. Ey, wie diese Masse da einfach nur draufschlägt, ne? Das ist schon wieder herrlich. Ja, moin. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal kurz in diesem Endscreen. Und ja, was soll ich sagen? Ja, da wären wir nochmal mit den Ergebnissen, würde ich behaupten. Und ja, so sieht das aus, ne? Ja, war eigentlich ein ganz bündiges Spiel, ne? So, aber ja, ist halt blöd, dass wir verloren haben. Dafür konnte ich ein bisschen was einfarmen, ne? Die anderen haben weniger gefarmt als ich alle. Uiuiui. Oder ist das hier eine 9? Ich kann das nicht lesen. Ich muss gucken, dass es von der Auflösung stimmt bei euch. Müsste es aber eigentlich. Ja, könnte ein bisschen verpixelt jetzt sein. Ich weiß nicht mehr, wie ich das beim letzten Mal gemacht hatte. Letzte Folge, da war es, glaube ich, etwas besser von der Auflösung am Ende. Aber ja, das ist jetzt auch egal. Ne? Das sind ja eh nur ein paar Sekunden und ja. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen von League of Legends jetzt hier und dann, ja, tschüss.